Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Part Bellride. Ja, ich weiß schon, der letzte Part war leider ein bisschen kurz. Zeitlich ist es mir aber halt nicht ausgegangen. Aber jetzt wieder mit ganz normaler Länge. Es hat sich auch einiges im Spiel getan. Das werdet ihr aber jetzt gleich sehen. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und let's go! Ja, meine Lieben, für alle, die sich daran erinnern und die sich jetzt fragen, hä? War hier nicht mal dein Lager auf der Karte? Ja, war es tatsächlich. Ich habe aber umgesiedelt. Und zwar bin ich den Weg hier runtergegangen am Pet Store vorbei und wollte mich eigentlich hier ansiedeln. Habe ich auch schon angefangen und dann bemerkt, okay, vielleicht lieber doch nicht, weil hier einfach immer zu viele Banditen mir über den Weg gelaufen sind und da auch einer meiner Gefolgsmänner gestorben ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wisst ihr was, dann gehen wir eben wieder zurück. Und jetzt habe ich mich hier an dem See angesiedelt. Den kennt ihr alle, das ist ja der See, bei dem ich immer das Schilffrohr geholt habe. Und so sieht es jetzt aktuell aus. Wenn es nicht so lang würde, hier aus. Ich habe also wieder zwei Zelte, die ganz einfache Werkbank. Hier ist dann wieder das Lagerfeuer und hier ist meine Hütte. Forschungstisch. Forschungstisch darf natürlich nicht fehlen. Die Sammlerhütte und der Lagerplatz sind auch da. Ich habe dann auch den Brennofen, heißt das so? Nee, den Rennofen erkundet bzw. weiter erforscht. Habe mir auch schon ein paar von den Barren gemacht und witzigerweise auch herausgefunden, wie man an die Bronzebarren kommt. Und für alle, die es nicht wissen, ist es einfach ein Kupferbarren und ein Zinnbarren gemischt und dann erhaltet ihr die Bronzebarren. Genau, die beiden Arbeiter machen hier fleißig weiter und da hinten sind irgendwie Banditen. Seht ihr die? Die habe ich bis jetzt tatsächlich hier noch nicht gesehen. Aber okay, wir haben keinen Angriff, der irgendwie geplant ist. Deswegen denke ich, dass die uns auch nicht besuchen kommen werden. Er erforscht jetzt gerade hier das Bergbaulager. Ich habe auch noch, jetzt wartet mal, den Zaun erforscht. Die Schlammgrube, das habe ich allerdings beides noch nicht platziert. Das Räuchergestell habe ich erforscht. Das steht hier hinten für alle die, die das noch nicht kennen. Da kann man ganz viele Pilze oder so dran tun und auch Holz muss rein und dann werden eure Sachen quasi geräuchert. Ja, was habe ich denn sonst noch so gemacht? Gute Frage. Im Prinzip glaube ich eigentlich nichts mehr, außer halt eben hier das Zeug aufgebaut und bisschen Sachen gefarmt. Genau, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt eigentlich wieder einen neuen Arbeiter. Und ich habe jetzt seit 604 von diesen ja, Ruhmpunkten. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne zurück in die Stadt gehen und da nach einem neuen Gefolgsmann suchen. Und genau, dann machen wir das halt. Ich habe eben auch noch zwei Reiseschilder platziert. Das eine ist gleich hier vorne an der Straße. Das andere eben da, wo ihr gesehen habt, wo ich eigentlich das Lager geplant hatte. Und das andere beim alten Lager. Deswegen werden wir zu dem Reisen beim alten Lager. Das ist vielleicht auch für die interessant, die das noch nicht gesehen haben mit dem Reisen. Ihr müsst einfach nur auf F klicken. Dann euer Reiseschild auswählen, wo ihr hin möchtet und auf Reise klicken. Ja, und dann seid ihr auch schon da. Also es hat auch keinen Ladebildschirm oder so, ihr seid dann instant hier. Deswegen ist es eigentlich eine ziemlich coole Sache. Genau, dann habe ich den Arbeitern auch noch den Auftrag gegeben, dass sie quasi diese verstärkte Keule machen sollen. Ich weiß nur nicht, ob dafür meine Barren reichen. Da müssen wir vielleicht später auf jeden Fall auch nochmal gucken. Und jetzt sind wir wieder in Herndien. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, hatten wir denn da jetzt noch eine Quest oder eben nicht? Da müssten wir dann mal nachgucken. Übrigens hat jemand von euch geschrieben, dass es bei ihm 5 geräucherte Fleisch waren. Und ja, es waren tatsächlich Fleisch. Ich habe nochmal nachgeschaut im Questlog. Ich habe mich da einfach irgendwie verlesen, warum auch immer. So, was bist denn du für einer? Bleiben Sie bitte da.
Er würde unser Angebot annehmen. Charlie Belsante. Er ist ein Vielfraß, ein Optimist und ein Schwächling. Nö. Dann nicht. Schwächlinge kann ich leider nicht gebrauchen. Es tut mir wirklich leid. Ich würde sagen, wir düsen nach oben. Und gucken da. Oder was bist denn du für eine? Ach so, du bist eine Wache. Dich kann ich nicht rekrutieren. Hier, was ist mit dem? Auch eine Wache. Hier, du. Nö, die hat ja auch nichts. Die hat jetzt irgendwas mit uns geredet. So, was bist du denn für einer? Komm mal her, Schnucki. Du bist eine gute Seele. Ich würde gerne mit dir arbeiten. Ist auch ein Schwächling und er ist kurzsichtig. Das heißt, er ist nicht zum Bogenschießen geeignet. Ja, okay. Nein, dann tut es mir auch für dich leid. Du. Er ist ein Pessimist. Er hat aber sonst eigentlich hier wirklich gute Werte. Aber ich glaube, ich gucke nochmal weiter. Da muss es doch bestimmt jemanden geben, der gute Sachen hat. Hier, du, Hutch. Are you new in town? Are you new in town? Ja. Nee, der ist auch doof. Sag da mal, wir hatten doch da so viele gesehen, die eigentlich ganz gut waren. Aha, sie will uns noch nicht helfen. Oh, ich brauche 701 für sie. Ha. Nee, nee, es muss jetzt nicht so jemand sein. Josef. Trottel und Feigling. Was ist los mit den Menschen? Komm her, Mathilde. Mathilde. Also ich könnte jetzt ja zwei holen, wenn ich beide hole, die so auf ihrem Level sind. Ich weiß nur nicht, ob das Sinn macht. Das weiß ich nicht, das weiß ich ehrlich nicht, Leute. Haben wir mit dem Typ hier schon geredet, mit dem Frank? Oh, für den haben wir auch nicht genug. Feinschmecker, unerschütterlich und Wunderkind. Ja, das wäre natürlich gut, aber wir haben noch nicht genug von diesen Rufpunkten. Schade, schade, Schokolade. Oh, der hat ja gar nichts. Das ist ein Trottel und ein Faulpelz. Ach Gott, ey, es wird ja immer besser. Der hat jetzt uns auch Vertrauen gebracht. Ja, Leute, jetzt weiß ich auch nicht, wen ich nehmen soll. Was bist du für einer? Sorry, I'm busy. Der Harry. Oh, der ist ja krass hier. Der braucht 851. Überfallgefahr erhöht um 75%. Gott im Himmel, was ist da schon wieder los? Ja, okay, vielleicht nehme ich mir dann... Sorry, I'm busy. Was war nochmal mit dem Josef? Trottel und Feigling. Mann, das bringt uns doch alles nichts. Oh, ich habe einen gefunden, Leute. Und zwar hier den Oleg, den Schwertkämpfer. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Das freut mich zu hören. So, finden wir noch jemanden. Den Hutch habe ich schon gesehen, ne? Habe ich mit dem schon geredet? Ja, habe ich. Der war so teuer. Wie sich das anhört. Also eigentlich wäre es gut, wenn wir jetzt noch jemanden hätten. Na gut, okay. Also irgendwie finde ich jetzt doch keinen mehr. Und unser Bergbaulager ist fertig erforscht. Sehr schön. Gut, Leute. Wir düsen einfach nach Hause. Das macht ja keinen Sinn. Außerdem wird es jetzt auch schon dunkel. Wir haben übrigens den ersten Tag vom Winter. Also ich habe quasi, ich glaube, 5 Tage sind es, komplette 5 Tage gebraucht, um mein Lager da jetzt zu errichten. Es war dann auch immer ein bisschen kompliziert, weil ja die Arbeiter waren in dem ersten Lager. Dann, als ich das Lager dort bei der Mühle gebaut habe, sind sie dort langsam hingelaufen. Dann wurden sie irgendwie aber immer überfallen und
Ja, keine Ahnung, also es war irgendwie immer so ein bisschen schwierig, die dann auch wieder zurückzukriegen. Dann musste ich sie abholen gehen und ach ja. So, du bist ja mal ein Arbeiter. Du kannst mal nach Hause gehen, denn wenn ihr reist, dann folgen euch die ja leider nicht. Deswegen, ich reise schnell, du reist langsam. Jetzt ist auch ganz schnell schon wieder dunkel geworden, ey. Krass. Mir gefällt es auf jeden Fall hier. Hier waren eigentlich auch immer recht viele Wölfe. Jetzt gerade ist keiner da, aber die haben natürlich immer gutes Fleisch gegeben. Deswegen hat sich auch keiner übers Essen beschwert. Und jetzt mit dem Räuchergestell, ihr seht ja schon immer links, was alles gemacht wird. Das ist auch super. Hier in dem Zelt sind die beiden anderen Burschen. Dann kriegt er jetzt hier erst einmal eine Wohnung für sich alleine. Ach, hat das schon. Super. Der Oleg. Juti, dann gucken wir doch mal schnell, wie weit Sie bei der Forschung sind. Ah, Sie sind ja fertig, stimmt. Jetzt ist nur die Frage, was als nächstes? Ich habe gesehen, es gibt die Dorfhalle. Die kostet Riemen. Übrigens gegenüber, bei der anderen Seite vom See, der Typ, der weggelaufen ist, als ich mit dem Wolf kam, der verkauft Riemen und so. Nur so als Tipp. Das Trapperlager. Ich habe jetzt aber gerade keine Fallen gestellt. Bauernhof, ein Platz, um verschiedene Pflanzen anzubauen. Es wäre natürlich gut. Aber ich habe noch kein Lehm. Ich habe aber schon Lehm gesehen. Aber ich weiß nicht, wie ich es abbauen soll. Habe ich denn jetzt... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe ja dieses Bergbaulager da erforscht. Kann ich dann jetzt auch... Genau, hier, Spitzhacke. Sehr schön. Das ist genau das, was ich brauche. Was kosteten die? Riemen und Holz. Ein Riemen und 8 Holz. Na gut. Dann machen wir das mal noch kurz. So. Ein Riemen und... Oh, ist gerade kein Holz mehr da. Okay. Dann haben sie das wohl verbraten. Kein Problem. Dann gehen wir halt erst schlafen. Oh, und es schneit ganz leicht, aber nur ganz leicht. Gucken wir doch mal, wie fleißig sie schon waren, ob ich jetzt schon wieder Holz da drin habe. Nö, alles klar. Aber ich habe doch eigentlich einen Holzauftrag gegeben oder täusche ich mich? Ja, habe ich. Wie ihr seht, habe ich überall 20 hingeschrieben, erstmal und überall auf Auffüllen geklickt. Aber ihr Leutchens, das ist überhaupt kein Thema. Ich hole mir selber ein bisschen Holz. Und dann schauen wir mal nach diesem Lehmzeug. Gibt es keine jungen Bäume doch hier? Ja, okay. Sie mit ihren Aggressionen immer. Beruhig dich, Mäuschen. Also Essen haben wir auf jeden Fall genug. Da kann keiner jetzt irgendwas sagen von den Leutchens oder sich beschweren. Nein, nein, nein. So, was tust du da? Spitzhacke. Hä? Ich habe mir den Riemen doch da rausgenommen. Das habt ihr auch gesehen, oder nicht? Hier, Riemen. Sag mal. Jetzt hat. Super. Cool, wir haben eine Spitzhacke. Schalte das Abbauen von Steinen und einfachen Metallen frei. Kann auch als Waffe verwendet werden. Legen wir die mal hier auf die 2 dabei. Das will ich jetzt mal ganz kurz testen, wie das so ist. Endlich. Wo kann ich jetzt abbauen? Geht es einfach so? Nicht, ne? Da brauche ich dieses
ist doch normalerweise auch immer dieses Dings dran, dass ich es abbauen kann. Hier, nehmen wir mal die. Die gehen. Ja, genau. Ach nee, Leute, wisst ihr, was mir gerade kommt? Ich glaube, für Lehm brauchen wir die Schaufel, oder? Okay, und wie lange muss ich da jetzt rumhauen? Ich habe jetzt einen Stein. Aha. Und jetzt ist der große Stein kaputt. Ist ja witzig. Oh, meine verstärkte Keule ist fertig. Nice. Okay, also das macht definitiv keinen Spaß, weil ich da schneller bin, glaube ich, im Steine aufheben, wie hier das zu schlagen. Aber okay, das können dann natürlich die Arbeiter auch machen. Jetzt möchte ich mir erstmal kurz meine verstärkte Keule anschauen. Wo haben sie denn die hin? Hier, oder? Nee, das ist die Fackel. Hallo Jungs, wo ist meine Keule? Hast du die? Ja, du hast die geklaut. Du brauchst übrigens auch noch eine Waffe und ein Schild. Das machen wir dann aber später. Verstärkte Keule kommt jetzt hier hin und meine Axt dorthin. Die Spitzhacke können wir wegpacken. Vielleicht benutzen die die ja irgendwie. So, und das ganze Baumzeug auch. Dann brauche ich wieder Nachschub an Essen. Gucken wir doch mal kurz ins Tagebuch, was wir dann noch machen könnten. Also, wir müssen ja 2 Baumstämme und 3 Bronzebarren zu Marik bringen in Petstow. Ich weiß nicht, ob ich 3 Bronzebarren jetzt gerade habe. Lass es mich mal schauen. Kupfer, 2 Bronzebarren. Okay, das bringt dann also erst einmal nix, J was. Dann, genau, das ist das 5 Stück geräuchertes Fleisch. Das könnte ich eigentlich machen, ne? Dafür brauche ich nur Wölfe. Jetzt rüsten wir uns mal aus und gehen mal auf Wolfssuche. Weil dann machen wir nämlich dieses Fleisch und bringen es ihm. Krass, sind überhaupt keine Wölfe hier in Sicht. Wow, schaut mal, wie schön blau das Wasser ist. Das ist ja geil. Irgendwo sind immer Wölfe. Nur dann, wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Das ist belastend. Was ist denn das da hinten? Hier sind auf jeden Fall Banditen. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich die schaffe oder nicht allein. Das bringt mir aber auch nichts, weil die haben ja kein Fleisch, oder? Könnt's ja mal ausprobieren. Aber es sind wieder 3 Stück. Aber ich habe als erstes auch schon mal 3 Stück geschafft. Ach, schwierig, schwierig. Okay, hat natürlich nicht geklappt. Also wir nehmen mal beide verstärkte Keulen mit. So, die kriegst du. Pass auf, Junge. Nimm die mal. Ach so, und Gefährte. So, wo sind denn die anderen 2? Leute. Stand tall and fight like hell. Genau, so sehe ich das aber auch. Da sagt er was. Der andere ist irgendwo im Wasser. Ach, da steht er. Aber eigentlich möchte ich ihn nicht mitnehmen. Sondern ihn hier. Inventar. Der hat nämlich noch die einfache Keule, der kriegt auch eine verstärkte und der hat das Schild. Sehr schön. Gib mir mal dein
Dein Loot. Halt, bleib da. Du bist mein Gefährte. Dann muss Oleg mir aber auch noch sein Loot geben. Jetzt bin ich wieder bei Lubomir. Oleg. Stand tall and fight like hell. Ach, die geräucherten Pilze kann er behalten. Dann hat er wenigstens was zu mampfen. So, dann legen wir das alles ins Lager. Verbände nehme ich mal 3 mit. Und mein Schild haben sie mir auch geklaut, die Doofies. Jetzt schauen wir mal, was das wird. Eigentlich ist es nicht so schwer. Nur irgendwie war ich jetzt gerade anscheinend nicht ganz bei der Sache. Da ist mein Loot. Schnell holen. Damit ich ein Schild habe. Quatsch, das ist es ja. Oh nein, ist mein Schild jetzt kaputt? Aber es hat doch die Haltbarkeit hier. Was ist damit? Ich kann es nicht ausrüsten. Warum, Leute? Sagt mir das mal. Jetzt haben sie uns gesehen. Okay, Leute. Ihr geht vor. Und ich hau von hinten. Okay, der eine liegt. Den anderen komme ich nicht hinterher. Jo, Jungs, was macht ihr? Ja, okay, die kümmern sich, glaube ich, dann schon um den Bogenschützen. Oh, Überfall erwartet. Das war ja klar. Verband. Komm, wir heilen euch, weil ihr so brav wart. Halt, bleibt da. So, das hier ist ein etwas größeres Lager, habe ich so den Anschein. Dafür ist aber nicht viel da, zumindest nicht in den Leichen. Riemenfell, Fell, Münzenfell. Was haben wir hier alles? Wo ist die Fahne? Hier. Stimmt, die kann man ja immer nur nehmen, wenn man es noch nicht geplündert hatte. Und hier kann ich noch was plündern. Was habe ich denn jetzt alles? Oh, das ist ein anderes Fell. Ein Eberfell ist das. Cool. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nee, gell? Ja gut, Leute, dann würde ich den Part an der Stelle aber mal beenden. Ich wünsche euch an der Stelle noch einen wunderschönen Abend und bedanke mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part und bis dahin macht's gut und bye bye.